Freunde! Herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge First Date. Mein Name ist Zeddo. Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Köln, so wie es hier rechts eingeblendet ist. Ich kriege kaum Luft, weil ich habe es ein bisschen im Hals und das Rachenspray hier knallt euch komplett weg. Ist aber auch heute egal, denn wir sind bei First Dates, liebe Freunde. Wir haben uns hier wieder versammelt zum Mittagessen, zum Abendessen, was auch immer ihr gerade tut. Hauptsache ihr macht keinen Chaka-Chaka mehr in meinen Videos, der ist mir egal. Ich kriege immer wieder diese Pärchen, die mir so schreiben, hey, wir gucken mal zusammen deine Videos und so. Aber ist okay, aber Finger weg. Ich will nicht, dass meine Stimme im Hintergrund läuft, während ihr da eure Sachen macht. So. Deal? Deal. An alle Pärchen da draußen oder an alle Datenden. Das wäre mir wichtig. Ja. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen, außer Link zu RTL Plus unten in der Beschreibung. Und ich finde es ein bisschen unhöflich, dass so viele von euch noch nicht abonniert haben. Das ist die Statistik aktuell. Die könnten wir ändern, indem ihr einfach unten auf den Abo-Button drückt und sagt, ey, Zeddo, ich bedanke mich bei dir dafür, dass du jeden Tag 14 Uhr ein Video für mich hochlädst. Dafür kriegst du ein Abo von mir. Und ich werde jedes Video ab sofort liken und kommentieren. So, mehr ist es nicht. Mehr ist es nicht. Würde mich sehr freuen, liebe Freunde. Link zu RTL Plus ist auch in der Beschreibung. Wisst ihr Bescheid, wie immer. Und habe ich das vorhin schon gesagt? Habe ich es gerade schon gesagt? Och, keine Ahnung. Komm, wir gehen rein in das Ding. Let's go. Also das Date heute müsste so sein, dass es mein Herz berührt. Das inspiriert mich was. Ich möchte viel mehr erfahren. Na, hoffentlich knallt's heute, Sozialpädagogin Saskia. Hallöchen. Saskia, hallo. Richtig. Cooler Gürtel. Ja, den habe ich noch selbst gemacht, weil ich keinen weißen Gürtel hatte. Mega, oder? Mega geil. Sehr cool. Ja, also ich würde mich selbst als sehr fröhlichen und optimistischen Menschen bezeichnen. Und erlebe gerne neue. Ich habe nur eine Frage zu der Kette. Kriegst du Luft? Kannst du atmen? Das ist die einzige Frage, die ich habe. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand eine Kette auf diese Spannung um seinen Hals hat. Das macht doch keinen Spaß. Also ich bin auch kein Hund. Leute. Tim, alles klar. Wird da heißen, der hoffentlich spannende Mensch. Ja. Timmy Trumpet, let's go. Ja, gerne. Ja, in der Vergangenheit hatte ich nicht so viel Glück mit den Männern, die ich mir selbst ausgesucht habe. Von daher dachte ich mir, es ist eine gute Idee, einfach mal zu gucken, was andere Menschen für mich aussuchen würden und was das für ein Mensch dann ist, ob das besser passen könnte. Aber lange bist du nicht Single, oder? Doch, seit 4 Jahren. Wow. Aber es hat damit zu tun, dass ich einfach in den letzten 4 Jahren mich viel mit mir selbst beschäftigt habe. Ach so? Und davor... Gute Ausrede. Letzten 4 Jahren war ich auf Selbstfindung und ich habe keine Männer an mich rangelassen. Also deshalb geht leider gar nicht. Also man hätte gar nicht landen können auf mir. Bei mir, meinte ich. Und was hast du erfahren? Ja, dass ich einfach ich sein darf, ohne irgendwelche Schranken davor. Ach, das durftest du nicht? Ja, weiß ich nicht. Ich hab's aus irgendeinem Grund halt nicht gemacht. Ich wollte mich um mich kümmern, ein bisschen Persönlichkeitsentwicklungsarbeit machen. Und genau, um zu schauen, dass es eben auch jemanden gibt, der das mit mir teilen kann, was ich wirklich möchte. I like. Tim, let's go. So, meine liebe Datepartnerin, wenn wir uns gleich sehen, dann macht ihr was gefasst. Es kann nur schön werden mit mir. Krankenpfleger. Jetzt kommt jemand. Ja. Hallo. Jetzt komm mal her. Bitte. Hi. Hi. Tim. Saskia. Ja, nettes Mädel. Sieht gut aus. Ja. Ja. Kann ja mir gefallen. So. Das hast du ja. Schön, dich kennenzulernen. Achso, ja, machen wir ja. Mal so. Ja. Ja, unser erstes Kennenlernen war ein bisschen distanziert und vom Äußerlichen her, muss ich auch sagen, war es gar nicht mein Typ. Bisschen distanziert? Das war ein bisschen arg jetzt distanziert. Was steckt hinter dem Menschen? Was steckt hinter der äußeren Schale sozusagen? Deswegen war ich ganz gespannt darauf, ihn kennenzulernen. Süß. Ja, wo kommst du her? Darmstadt. Ach was, ich auch. Nein. Ja. Also ich war echt überrascht, als das Wort Darmstadt fiel. Ja, ich auch. Es war... war geil. Bist du mit dem Auto hier oder mit dem Zug? Ja, okay. Auto. Du Zug? Ja, ich bin mit Zug gefahren. Ja. Ich fahre schon in meinem Beruf viel Auto. Ich arbeite mit Kindern und Jugendlichen, ich bin Sozialpädagogin. Und die fahre ich halt ab und zu mal durch die Gegend. Und dann fahre ich schon so viel Auto, dass ich mir dachte, ich lass mal fahren. Ja, was machst du beruflich? Auch was sehr Soziales.
Was sehr Soziales. Kranker Pfleger. Okay, kranker Pfleger. Kranker Pfleger, Krankenpfleger. Das finde ich auch total schön, dass er sich auch um Menschen kümmert. Hat einen Witz gerissen, ne? Ich bin der kranke Pfleger, Leute. Krankenpfleger ist ein ganz schön heftiger Job. Also er zeigt auch Willensstärke und Nervenstärke so. Das finde ich gut. Das glaube ich auch. Na dann, Prost. Prost. Auf den... Zur Mitte, zur Titte, zum Sack, Zack, Zack. Und? Wie auch immer. Ich habe gleich gemerkt, als ich reinkam, war irgendwie alles locker. Und die Ängste, die ich davor hatte, waren... Gemessen. Ich spürte so einen, ja, ein Hauch von Rieke. Roland kommt. Nicht lang fackeln. Ab zum Tisch, denn die beiden wollen sich kennenlernen. Mal gucken, was die uns hier so zaubern hier für ein Date. Teilen? 50-50. Ja, ne? Ist sogar noch warm. Fass auf deine Finger schon. Ja. Gib mal, du darfst dir nehmen. Ich teile, du nimmst dir. So macht man das doch, oder? Wow. Gut gelöst. Vor allem der Spruch wie, ich habe geschnitten, du darfst aussuchen. War toll. Und was sind sonst so deine Hobbys? Wenn ich mir nicht arbeite, meinst du? Mhm. Dann in der Feuerwehr. Mhm. Und meine Familie. Meine Nichte und meine Neffen. Ah, okay. Wohnen die auch in der Nähe? Nee, leider jetzt nicht mehr. Jetzt ist es leider etwas weniger geworden. Aber wenn du gerne Auto fährst, fährst du ja bestimmt auch mal hin, oder? Ja, natürlich. So ganz absagen kann ich nicht. Bin mir nicht so süßes Gespräch. Also ich mag Saskia. Ich mag, wie sie das Ganze leitet. Man merkt, dass sie im Job Sozialpädagogin jetzt nicht fehl am Platz ist. Also das merkt man direkt. So, sie kann mit Menschen, sie kann Gespräche führen. Sie meinte von Anfang an so, ist nicht ihr Type äußerlich, aber sie gibt ihm eine Chance. Sie redet mit ihm, sie baut ein Gespräch auf. Das haben viele andere hier bei First Dates falsch gemacht. Was heißt falsch, aber halt anders gemacht und wirklich sind dadurch sehr unsympathisch rübergekommen. Saskia macht auf mich, die macht das geil. Ich feier's. Warum er nicht, also so kurze Sätze geantwortet hat, vielleicht war er verunsichert. Ja, ich habe mich in den letzten 4 Jahren viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und so. Ist ja echt was Interessantes. Du auch schon? Ja, also leider muss da ein paar Mal negative Sachen passieren. Oder? Ja, das ist oft so. Ne? Man muss sich irgendwie raus, irgendwie freischaufeln. Entwickeln ist ja auch ein, ne? Ja. Interessant. Ja, genau, man muss es einfach auswickeln. Richtig, sich probieren, ja. Gucken, wer man ist. Ach, irgendwie sind die süß. Beide auf ihre eigene Art und Weise. Sehr knuffig. Ich sag euch ehrlich, knuffig. Schon ein paar Päckchen zu tragen. Auch noch zurzeit. Und das sind Erfahrungen, die wir machen, die uns dahin bringen, wo wir sind. Und ja, die machen so dem, was wir jetzt sind. Willst du ein bisschen was erzählen von dem, was nicht so gut gelaufen ist oder so? Also ich bin ja nicht zu Hause aufgewachsen. Okay. Das wird erwähnen. Das heißt, ich bin in anderen Bereichen aufgewachsen, in meinem zum Beispiel. Mhm. Ja, das hat dazu gezählt. Todesfälle, ziemlich viele auf einmal zum Beispiel. Das zeichnet dann einen. Ja. Dann denkt man drüber nach. Mhm. Er hat ein paar Worte gesagt, die, glaube ich, schon schwerwiegend für ihn sind, die er noch bewältigen kann, darf, wie auch immer. Wie war es bei dir? Wie ist es angefangen? Ich finde krass, dass sie direkt so deep gehen, die beiden. Also Pädagogin. Sie geht direkt rein und sagt, darf ich fragen, was nicht gut gelaufen ist? Und das ich habe Respekt davor. Wirklich. Weil man muss erstmal die Eier in der Hose haben, bei einem ersten Date jemanden darauf anzusprechen, was nicht so, was ist in deinem Leben schiefgelaufen? Was ist negativ? Ja, du darfst es fragen. Es war mir gar nicht so klar, weil ich bin ja recht total behütet eigentlich aufgewachsen und hatte auch eine tolle Schulzeit und so. Aber irgendwie hatte ich den Glaubenssatz, ich bin nicht wertvoll, was ungefähr die meisten Menschen haben, glaube ich. Okay. Oder nicht wertvoll genug auf jeden Fall. Und dann habe ich auch halt dementsprechend die Männer in mein Leben gezogen, die mir halt das Gefühl gegeben haben, nicht so wirklich wertvoll zu sein. Finde ich auch schön von ihr, dass sie mir das erzählt hat. Diese Art Vertrauen muss man auch irgendwie haben, glaube ich, dass man sowas dann auch erzählt. Und war okay, war schön. Finde ich auch krass. Finde ich krass. Respekt. Also ich habe das Gefühl, das wird eine süße Folge. Es wird eine süß-diepe Folge. Sehr schön. Bist du so unterwegs? Kennst du das Hobbit? Kennst du garantiert, ne? Mhm. Okay. Ich bin auch gerne in der Aussie-Bar. Da war ich noch nie. Wie jetzt? Genau, es kam mir dann raus, dass ich die Aussie-Bar doch kenne, nur unter einem anderen Namen.
Und dass ich da doch schon mal war. Heißt die Aussie Bar echt? Ja, okay, dann war ich da. Okay, Australian Bar heißt eigentlich. Ja, wahrscheinlich deshalb. Nee, doch, da war ich schon. Zweimal. Ja, das ist auch cool. Aber so groß. Sagt er, in Darmstadt kann man was machen? Sagt er, da kann man abreißen, die Hütte, oder was? Darmstadt. Wer kommt nochmal aus Darmstadt? Ich glaube, die Lochis, oder? Ich muss jetzt kurz googeln. Ist Darmstadt bei Frankfurt? Wo sind die Lochis aufgewachsen? Mainz. Kann ich nicht Maps gucken hier? Wo ist Maps, Digga? Wo ist Maps? Maps. Hallo, ich möchte da draufklicken. Warum kann ich denn nicht draufklicken? Entfernung, 30 Kilometer. Hier steht's doch. 30 Kilometer, ist doch nah beieinander. Guck. Aber die sind in Mainz aufgewachsen. Gut, egal, keine Ahnung, Mann. Ich habe keinen Plan. Ich mag kleinere. Echt? So kleine Schrumpelige? Ja, so. Wo ich durchkriegen müsste. Ja, genau. So kleine versiffte Bars. Enttäuschung in deinem Gesicht. Ich habe gespuckt. In die Blume. Macht nichts. Ups. Bisschen Wasser. Schneidet nie. Nee, ich will mal essen. Am meisten hat mir gefallen, dass sie eine offene, ehrliche Art hatte. Sie hat ausgesprochen, was gerade Sache ist, wenn sie zum Beispiel gespuckt hat oder was im Zahn hatte. Finde ich total toll. Darauf stehe ich. Schüche, er steht sogar darauf. Macher, Macher. Ich bin ja so die alte Schule, was das angeht. Ne? Deswegen bezahle ich. Ich halte dich ein. Echt, bist du die alte Schule? Okay, ja, wenn du das gerne möchtest, darfst du gerne. Ja, ich fand es total super, dass er die Rechnung übernommen hat. Ich hätte auch bezahlt, beziehungsweise meinen Teil, aber so fand ich es auch super. Macher. Tschüss. Ja. Tschüss. Ja. Danke. Ja. Euch auch. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. Wünscht ihr beide euch denn ein zweites Date? Die sind so knuff-buff süß, ne? Also wirklich knuffi-buffi-buffi-ruffi süß. Aber sie wird ihn jetzt korben und dann ist es wieder hier, er wird sagen, er hätte es gefühlt und dann, ach Mann, I hate it, Leute. Also ich fand, wir hatten ein echt gutes Gespräch. Die Zeit ging total schnell um. Oh ja. Das stimmt. Und du bist ein echt netter Mensch. Allerdings hat es für mehr nicht gereicht. Mein Herzchen hat leider nicht dolle gepocht. Okay, also bei mir war schon ein bisschen, kleines bisschen mehr mit so einem kleinen Schmetterlichen. Aber es war eine tolle Erfahrung. Eben, das fand ich auch. Schade. Schade, schade, schade. Da wurde mal wieder gut gecastet, aber nicht gut genug. Man kann's nicht, also man kann ja nicht immer wissen, wie die Leute aufeinander reagieren. Es geht nicht. Man kann nicht immer recht haben, Leute. Es geht nicht. Aber hat Spaß gemacht, die Folge. Es war mal eine süße Folge. Es war auch mal eine deepere Folge. Ich fand's toll. Ich mag die beiden. Gebt einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst ein Abo da. Und ja, wisst ihr, was das Tolle an diesem YouTube-Kanal hier ist? Jeden Tag 14 Uhr kommt ein neues Video. Ich weiß, schon sehr geil. Könnt ihr morgen 14 Uhr wieder einschalten, könnt euch Mittagessen machen, seid ihr wieder präsent. Ohne groß reden, ohne groß Schnickschnack. Auf meinem Hauptkanal zum Beispiel kommt nur einmal die Woche sonntags eins. Aktuell, aber wir arbeiten dran. Bald passiert da mehr. Bald passiert viel mehr. Ihr werdet sehen. Ich freue mich auf die gemeinsame Zukunft mit euch. Und vielleicht haben wir morgen wieder ein Date. 14 Uhr hier. Bis dahin, haut rein. Passt auf euch auf. Ciao. Sag mir, ob du schläfst oder ist es schon zu spät, ja. Pack mir ein Uber und ich mach mich auf den Weg, ja. Kenn uns erste Woche, Perfect Match aus meiner Gegend. Kasper Straße 4 hat mich schon so an dich gewöhnt.